Und in Darul Harb kann man Zinsen nehmen. Das stimmt nicht. Diese Aussage von Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, ist nicht exakt. Aber Abu Hanifa hat die Sache sozusagen abgewogen. Und die haben, Al-Ahnaf, die haben etwas, barakallahu fikum, genommen. Und zwar, la riba, es gibt kein Riba zwischen Muslim und Nicht-Muslim. Aber diese Überlieferung erstmal ist nicht authentisch. Das ist nicht authentisch. Und was Abu Hanifa sagte, die haben ihm gesagt, ja, die Muslime ziehen sich zurück. Dürfen sie bestimmte Sachen mitnehmen, auch wenn sie haram sind? Da hat er gesagt, ja. Aber das ist nicht der Fall, dass du unter den Kuffar lebst und dann nimmst du dafür Zinsen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Wenn das Dar al-Harb ist, was machst du dann da? Dann müssen diese Leute sich entscheiden jetzt. Bist du in Dar al-Harb, dann darfst du hier nicht bleiben. Und jede Sekunde ist verboten. Bist du nicht in Dar al-Harb, laut ihrer Aussage, darfst du keine Zinsen nehmen. Weil die sagen nur in Dar al-Harb. Deshalb Widerspruch, Widerspruch. Wenn sie nach oben gehen, machen sie falsch. Wenn sie nach unten gehen, machen sie falsch. Aber das Beste ist, dass sie in der Mitte bleiben und dass sie nach Koran und Sunna handeln. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren.